Ja, auch hier die Bitte um Ihre Handzeichen und die Fragen an Thomas Tuchel in diesem Fall. Poprosimy o pytania do trenera. Dzień dobry, Konrad Ferszter, Sport.pl. Ja chciałbym się zapytać pana trenera o obecną formę Legii. Legia w polskiej lidze gra słabo, jest zewsząd krytykowana. Ja chciałbym się zapytać o to, jakie jest pańskie wrażenie na temat gry Legii i przede wszystkim, gdzie widzi pan najmocniejsze strony tej drużyny? Die Frage ist nach der Form von Legia. Legia geht es nicht besonders gut in der polnischen Liga. Es gibt ganz viel Kritik. Und wie sind Ihre Eindrücke und wo sind die Stärken von Legia? Ja, es ist schwer, ein ganz konkretes Bild von Legia zu haben, weil sie sehr viele personelle Wechsel vorgenommen haben, eigentlich von Spieltag zu Spieltag. Deshalb gilt es für uns, da auch individuell uns vorzubereiten und auf einzelne Verhaltensweisen einzugehen. Wir lösen uns eigentlich komplett dort auch von dem Eindruck in der Liga. Wir glauben, dass die Ausgangslage, die Lukas auch gerade beschrieben hat, schon so ist, dass ein neuer Wettbewerb morgen ist, dass die Zuschauer, dass wir ein sehr emotionales Spiel erwarten, auch von den Rängen ein sehr emotionales Spiel erwarten, dass dieses Champions-League-Spiel Legia auch die Möglichkeit gibt, diesen schwierigen Start in die Liga oder diese schwierige Phase in der Liga fortzuwischen mit einem Spiel und natürlich auch mit einer guten Leistung und einem guten Ergebnis gegen uns. Deshalb erwarten wir in der Gruppenphase der Champions League ein schwieriges, ausgeglichenes Spiel. Wir erwarten den Gegner in der besten Ausprägung und werden uns sehr, sehr gut vorbereiten. Und wir sind uns sehr sicher, dass wir eine Top-Leistung brauchen. Trudno jest tutaj powiedzieć coś konkretnego o Legii, ponieważ było w tej drużynie dużo zmian personalnych z meczu na mecz. Dlatego musimy podejść do Legii indywidualnie, obserwować pojedyncze zachowania piłkarzy. Nie brałbym tutaj za bardzo pod uwagę tego, co było w polskiej lidze, ponieważ tak jak już mówił Łukasz, Liga Mistrzów to są zupełnie inne rozgrywki. I tutaj duże znaczenie będą mieli też fani, którzy bardzo emocjonalnie podejdą do tego meczu, którzy czekają już od dłuższego czasu na Ligę Mistrzów, dlatego spodziewam się, że może Legia sobie tutaj powetować te słabsze występy w lidze właśnie Ligą Mistrzów. Dlatego spodziewam się dobrego występu ze strony Legii i musimy też dać siebie wszystko. Bei dem letzten Bundesligaspiel gegen Leipzig ist ja einiges nicht so gut gelaufen. Was sind jetzt mit ein paar Tagen Abstand so die zentralen Lehren, die Sie für das Spiel mitnehmen morgen? Und was geben Sie den Spielern morgen mit auf den Weg, was anders laufen muss? Pytanie dotyczy tego, co należy zmienić, ponieważ było trochę parę niedociągnięć w meczu z Lipskiem ostatnim i teraz co trzeba zmienić, aby jutro wyglądała gra lepiej? Gut, was wir morgen im Detail auf den Weg geben, werden wir natürlich nicht verraten. Die Lehren aus dem Spiel gegen Leipzig sind auch nach der Videoanalyse die gleichen Eindrücke, die wir tatsächlich während des Spiels gewonnen haben. Wir haben eine mangelnde Präzision in unserem Spiel. Wir haben eine hohe Fehlerquote bei unerzwungenen Aktionen, bei Aktionen ohne Druck. Wir haben wir haben sehr wenig Torabschlüsse gehabt, das heißt, das Durchsetzungsvermögen, die Konsequenz auch in der vorderen Reihe, absolute Zug zum Tor, aussichtsreiche Positionen auch bis zur Torchance zu Ende zu spielen, haben wir absolut vermissen lassen. Wir haben zumindest viel Luft nach oben. Es gab auch in Leipzig viele vielversprechende Aktionen, die gar nicht zum Tragen kommen, weil wir unsauber spielen, weil wir uns nicht in den richtigen Positionen mit der mangelnden Konsequenz in den Räumen dann auch verhalten. Und es gibt Luft nach oben, viel Luft nach oben, aber dafür ist es ja auch da. Und es war, sagt er immer so leicht, eine Niederlage ist immer schön draus zu lernen, aber es war jetzt keine Niederlage, die in der Luft lag, auch nicht in diesem Spiel. Trotzdem ist es so, dass wir dieses Spiel jetzt auch analysiert haben, dass wir es auch abgehakt haben und dass die Aufgabe jetzt auch ist, das loszulassen seit gestern. Gestern mit der Mannschaft die Videoanalyse gemacht und haben auch bewusst gesagt, wir lösen uns jetzt davon wieder
und versuchen, all diese Dinge dann auch besser zu machen, weil wir sie A, besser können und weil wir es B, einfach unbedingt auch besser brauchen, weil sonst, ja, natürlich geht dir über diesen vielen Fehler und die vielen einfachen Fehler in der Struktur und im Passspiel, geht dir natürlich Vertrauen weg. Und das ist etwas, was man jetzt vielleicht auch ganz oben auf der Tribüne oder auch in der Videoanalyse manchmal gar nicht merkt. So, wenn du halt so viele einfache Fehler hast und dadurch nochmal mehr Konter verteidigen musst, dann baust du den Gegner auf und du verlierst selber ein bisschen Vertrauen. Und so war das ja in Leipzig, dass es sich dann irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit eigentlich ganz verwischt war. Das Niveau hatte sich dann komplett angeglichen und es war nicht mehr so richtig greifbar. Wir waren nicht mehr dominant, wir waren nicht mehr so strukturiert und das ist dann eine Folge davon. Und das liegt dann einfach dazwischen, dass du dann Vertrauen verlierst. Und deshalb ist es wichtig, das in aller Ruhe und in aller Deutlichkeit auch anzusprechen, aufzuarbeiten und dann irgendwann auch loszulassen. Das haben wir gestern getan und jetzt gilt der Fokus morgen und wir trauen uns eine gute Leistung zu und wir sind uns auf der anderen Seite sehr sicher, dass wir eine sehr gute Leistung auch benötigen, um was mitzunehmen. Tak więc nie będę może zdradzał naszych planów na jutro, ale jeżeli chodzi o naukę z poprzedniego meczu, przeprowadziliśmy analizy wideo. Ten mecz cechował się tym, że popełniliśmy wiele błędów, także niewymuszonych błędów bez nacisku ze strony przeciwnika. Mieliśmy też mniej strzałów na bramkę. Nie tworzyliśmy wielu jasnych sytuacji strzeleckich, czasami zabrakło nam konsekwencji. Nie było to jakieś wysokie zwycięstwo, była to niewielka przegrana. Mimo wszystko możemy czerpać z tego naukę. My przeanalizowaliśmy ten mecz i teraz trzeba po prostu będzie zagrać lepiej, wyeliminować te proste błędy, także między innymi w podaniach. Ponieważ w innym wypadku, jeżeli nie idzie, traci się zaufanie. Ono po prostu tutaj zanika pewność siebie. I myślę, że w drugiej połowie właśnie był taki przypadek, że troszkę nas to podminowało. Już tak nie dominowaliśmy, nie było u nas jasnej struktury gry. Myślę, że po prostu musimy przepracować te błędy, ale także o nich zapomnieć, grać dalej. Skupiamy się jutro na jutrzejszym meczu, ponieważ wiemy, że tam musimy być w optymalnej formie. Ich habe eine Frage zu einem Spieler, der hier gar nicht mit dabei ist, und zwar Nuri Sahin. Der war letztes Jahr verletzt, da haben Sie ein-, zweimal über ihn gesprochen, Frage gestellt bekommen. Jetzt ist er halbwegs wieder auf dem Damm, hat es aber noch nicht in den Kader geschafft bei den bisherigen Pflichtspielen. Jetzt wollte ich einfach mal fragen, wieso die Entscheidung jeweils so ausgefallen ist und wie auch die Kommunikation zwischen Ihnen beiden abläuft. Nuri Sahin. Nuri Sahin. Pytanie o zawodnika Nuri Sahin, który nie jest tutaj w kadrze meczowej. Pytanie, jak tutaj trener ocenia tego zawodnika, jakie jest nastawienie? Gut. Ich habe damals auch Nuris Geduld, Nuris Ausdauer hervorgehoben und so seine Professionalität. Ich kann nichts anderes sagen, auch jetzt. Nun ist ein bisschen später ins Training eingestiegen als die anderen. Es ist eine große Konkurrenzsituation aktuell im zentralen Mittelfeld. Und ich glaube trotzdem, dass Nuri eine wichtige Rolle weiter für uns spielt, auch aktuell spielt, auch wenn das für ihn im Moment eine schwierige Situation ist, weil er sich voll konkurrenzfähig natürlich fühlt, körperlich, weil er nicht verletzt ist, weil er lange trainiert hat, weil er in den Trainingsformen auch sehr gut ist. Und trotzdem ist es halt wahnsinnig schwer, auch nach wie vor 16 Mann zu benennen, auch Spieltag für Spieltag 16 Mann zu benennen. Sie wissen, dass ich ein großer Verfechter bin, dort mehr Auswahl zu haben, mehr Auswahl bei den Wechseln zu haben, um dem auch gerecht zu werden. Und dann ist es halt jetzt in diesem Beispiel, um das vielleicht mal einfach deutlich zu machen, ist halt immer dann eine Frage, wie besetze ich meine Bank? Im Optimalfall auch mit Spielern, die mehrere Positionen spielen können. Und wenn Matze Ginter jetzt vielleicht nicht beginnt, sondern auf der Bank ist, ist Matze natürlich für den Rechtsverteidiger, für den Innenverteidiger und für die zentrale Sechs schon jemand, dem wir das Vertrauen schenken währenddessen. Und dann ist es immer halt eine haarscharfe Entscheidung. Nehmen wir einen Spezialisten wie Nuri fürs zentrale Mittelfeld dann noch mit dazu für dieses Spiel oder nicht?
Und da ist jetzt tatsächlich ein paar Mal in der Kaderentscheidung das Pendel gegen ihn ausgefallen. Aber es kann genauso gut sein, das ist ein sehr kurzer Weg, dass er auch einfach spielen kann und auch beginnen kann. Ja, das ist eigentlich eher so, dass vielleicht, dass er ja, ein Spezialist fürs zentrale Mittelfeld. Aus meiner Sicht ist es das im Moment ein kleiner Nachteil für ihn in der Kaderbenennung. Aber es ist in keinster Weise von meiner Seite so, dass er abgeschrieben ist oder aussichtslos im Hintertreffen ist. Wir werden Nuri brauchen. Seine Persönlichkeit, seine Professionalität wirkt jeden Tag in die Mannschaft. Und das ist mir sehr wichtig, dass das so ist. Okay, wir haben leider nur noch Zeit für eine Frage. The training session starts in a few minutes, so we have only the time for just one question. Ja, ich werde übersetzen. Okay. Ja już wielokrotnie chwaliłem jego cierpliwość, jego wytrzymałość, jego profesjonalizm. Nic więcej tutaj nie mogę powiedzieć. Dołączył później do treningów. W centrum pomocy jest, na środku pomocy jest tutaj duża konkurencja u nas, więc na pewno jego rola tutaj w drużynie jest ważna, ale wiem też, że ta sytuacja dla niego na pewno jest osobiście ciężka. Ja tutaj generalnie jestem zwolennikiem większego wyboru, szerszej ławki. To jest też decyzja, jak tutaj obsadzić ławkę. To nie są często proste decyzje. Myślę, że po prostu tutaj już niedługo będzie mógł dalej zacząć z nami grać, ale myślę, że też trochę ograniczę go to, że jest takim swego rodzaju specjalistą na środku pomocy. Myślę jednak, że będziemy potrzebować też jego profesjonalizmu, jego stabilności, jego podejścia. Anne van Eickels mit der letzten Frage, bitte schön. Ostatnie pytanie poprosimy. Thomas, es ist dein erstes Champions League-Spiel. Mit welchem Gefühl gehst du da rein? Kribbelt es vielleicht mehr als in der Europa League oder was ist so der größte Unterschied? To jest pierwszy mecz pana trenera w Lidze Mistrzów. Jakie jest tutaj jego odczucie co do różnic? Jaka jest główna różnica pomiędzy Ligą Mistrzów a Ligą Europy? Zweigeteilt. Also zum einen finde ich, dass wir schon, und wir haben das immer so empfunden, dass wir tolle Spiele in der Euroleague auch hatten. Wir hatten dann in der K.O.-Phase spätestens sehr namhafte und sehr spektakuläre Gegner und sehr spektakuläre Spiele, auch in allen K.O.-Phasen, die wir schon sehr genossen haben und die uns auf dem allerhöchsten Niveau gefordert haben. Ich denke, dass Porto, Tottenham und Liverpool spätestens eben in der K.O.-Phase Champions League-Niveau Auseinandersetzungen waren. Deshalb ist es jetzt von dem her gesehen nichts Neues, glaube ich, dass wir jetzt uns nochmal auf ein neues Niveau anpassen müssen. Aber klar ist, und es gibt auf jeden Fall eine zweite Seite, klar ist es der Wettbewerb in Europa schlechthin und es ist der Wettbewerb, den ich angeschaut habe, als er noch Europapokal der Landesmeister hieß und dann angeschaut habe, als ich so lange aufbleiben durfte und dann wirklich alles geschaut habe. Und ja, es ist bei uns eine große Vorfreude im Trainerteam. Wir freuen uns sehr darauf. Wir haben uns auch vorgenommen, das zu genießen, die Gruppenphase zu genießen, sofern das möglich ist. Wir steigen dann natürlich auch irgendwann in den viel zitierten Tunnel und in den Fokus und kümmern uns ganz explizit im Detail dann um die Mannschaft und bereiten sie vor. Und morgen dann, wenn angepfiffen wird, wird nicht mehr viel von genießen dann sein, aber trotzdem ist es nun mal der höchste Wettbewerb, der einen ganz außergewöhnlichen Reiz auch für uns im Trainerteam hat und für mich persönlich. Und es ist keine besondere Anspannung und Nervosität, aber ich würde sagen, eine große Vorfreude und ja, ich will nicht sagen kindliche Freude, aber so ein bisschen wie Geburtstag früher oder Weihnachten. Przede wszystkim z jednej strony graliśmy świetne mecze w Lidze Europy, szczególnie w fazie pucharowej. Tam graliśmy mecze spektakularne i bardzo cieszyliśmy się na te mecze w fazie pucharowej. Przeciwnicy tacy jak Porto, Tottenham, Liverpool, to już można powiedzieć, to był poziom Ligi Mistrzów. Dlatego nie jest to dla nas nic tutaj nowego, nie jest to jakiś stres na coś, co przeżywamy po raz pierwszy. Ale z drugiej strony też oglądałem te mecze Ligi Mistrzów. To są drużyny, to są mistrzowie krajów, to są najlepsze drużyny świata i chcemy po prostu cieszyć się z gry w tej najpierw fazie grupowej. A jeżeli chodzi o jutro, jak zacznie się turniej, wtedy będziemy myśleć już tylko o tej grze i jest to coś niezwykłego dla trenerów, dla mnie osobiście także. Nie odczuwam tutaj jakiejś nerwowości, nie odczuwam wielkiego napięcia, lecz cieszę się na te mecze. Może nie jest to taka
dziecięca radość, ale coś w stylu radości przed urodzinami czy przed świętami. Vielen Dank für Ihr Interesse. Unsere Trainingseinheit startet in wenigen Augenblicken. Die ersten 15 Minuten werden für Medienvertreter öffentlich sein. Danke. Dziękujemy za zainteresowanie. Trening Borussii Dortmund rozpoczyna się zaraz. Pierwsze 15 minut będzie otwarte dla mediów.